Rentenerhöhung 2022. Über 100.000 neue steuerpflichtige Rentner. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Zum 1.7.2022 gibt es eine ordentliche Rentenerhöhung. 5,35% im Westen und 6,12% im Osten mehr an Rente. Was viele Rentenempfänger leider immer noch nicht wissen oder ahnen, mit der Rentenerhöhung können sie steuerpflichtig werden. Nach ersten Schätzungen durch das Bundesfinanzministerium werden alleine durch die Rentenerhöhung 2020 über 103.000 Rentnerinnen und Rentner steuerpflichtig werden oder zumindest müssen diese Personen eine Steuererklärung abgeben. Viele Rentnerinnen und Rentner, so auch meine Erfahrung, gehen viel zu leichtfertig mit der Frage um, ob sie auf ihre Alterseinkünfte Steuern zahlen müssen. So nach dem Motto Augen zu und durch und ich werde schon durchkommen bis zu meinem Tod. Aber das klappt immer weniger. Niemand sollte sich tatsächlich in falscher Sicherheit wiegen. Bei vielen Rentenempfängern, vor allen Dingen bei den hochbetagten Menschen, kann es sein, dass aufgrund der vielen Rentenerhöhungen der letzten Jahre eine Steuerpflicht eingetreten ist und diese ahnen noch nichts davon. Den Ärger müssen nicht zwingend diese Leute oder die hochbetagten Rentner haben, aber den können dann ihre Erben oder Kinder haben, wenn das Finanzamt rückwirkend für verstorbene Rentenempfängern Steuern festsetzt. Und das erleben wir in unserer täglichen Berufspraxis häufig. Das Finanzamt kann bei Ihnen auch durch den Datenfluss der Rentenversicherung prüfen. Das ist also überhaupt gar kein Problem, dass dort stichprobenartige Kontrollen gemacht werden und dann auf einmal kriegen Sie einen Bescheid, da steht drin, hiermit fordern wir Sie auf, eine Steuererklärung abzugeben. Dann wissen Sie aber jetzt schon, also zumindest wenn dieser Bescheid dann vor Ihnen liegt, jetzt wird es ernst, denn das Finanzamt geht davon aus, dass Sie möglicherweise Steuern zahlen müssen. Deshalb mein Tipp, fordern Sie von Ihrer Rentenversicherung eine Information über die Meldung an die Finanzverwaltung, entweder für die eigene Altersrente oder bei einer Witwenrente für die hinterbliebenen Rente ab. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie diese Information tatsächlich aussieht. Wir haben für eine Kundin aus unserer Kanzlei vor kurzem eine solche Information über die Meldung an die Finanzverwaltung mal abgefordert, und zwar von der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland. Und genau so sieht dieses Blatt Papier, das sind immer zwei Seiten, aus. Und zwar merken Sie sich bitte, Sie holen bitte sich immer kostenfrei von der Deutschen Rentenversicherung für das laufende Jahr, zum Beispiel 2021, die Information über die Meldung an die Finanzverwaltung, Inhalt der Rentenbezugsmitteilung für das Jahr 2021 ein. Das können Sie kostenfrei auf der Internetplattform von der Deutschen Rentenversicherung abfordern. Das ist überhaupt gar kein Problem. Hier zum Beispiel wissen wir, dass unsere Mandantin eine Regelaltersrente bezieht seit dem 1.12.87 und dass sie eine Jahresrente im Jahr 2021 von 10.859 Euro hatte und dass sie seit Beginn ihrer Rente einen Rentenanpassungsbetrag insgesamt über sämtliche Rentenerhöhungen von 3.380,10 Euro bekommen hatte. Und das Schöne ist bei dieser, es steht sogar überall da, wo Sie das in der Anlage R, in welche Zeile Sie das dort eintragen müssen, wenn Sie das über ein elektronisches Berechnungsprogramm machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und auf der Seite 2 von diesem Formular finden Sie dann auch noch die Beiträge für die Krankenversicherung, die unsere Mandantin für das Jahr 2021 gezahlt hat und auch noch die Beiträge zur Pflegeversicherung. Und das können Sie alles in den Anlagen Versorgungsaufwand Zeile 18 und Zeile 16 eintragen. Wenn Sie natürlich merken, dass Sie damit nicht klarkommen, dann wenden Sie sich doch einfach an einen Lohnsteuerhilfeverein, der mit Sicherheit irgendwo in Ihrer Nähe sitzt, oder gehen zu Ihrem Steuerberater. Und wenn alles nichts hilft und Sie da niemanden kennen, können Sie auch unseren Rentensteuercheck auf rentenbescheid24.de für Ihre Zwecke, für Ihre Steuererklärung nutzen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.